Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dark Souls Artorias of the Abyss mit dem Tobi. Hallo. Wir haben und das Hauptspiel bereits aufgenommen mit Ausnahme vom Endboss, weil das ist hier nicht so wie bei Dark Souls 2 und 3, dass man nach Besiegen des Endbosses in, da noch einfach so weiterspielen kann, sondern man wird direkt in das New Game Plus versetzt. Deswegen haben wir den, haben wir uns den aufgespart, um jetzt das DLC zu spielen. Artorias of the Abyss heißt das. Und für die Leute, die das Let's Play nicht geguckt haben vom Hauptspiel, zeige ich einmal kurz meine Ausrüstung. Ich nutze Uchigatana plus 15, eine Pyromantie-Flamme. Das ist eine aszendierte Pyromantie-Flamme. Und deswegen steht da nur plus 5 dran, das ist die maximale Stärke. Hab noch einen langen Bogen, Schwarzeisenschild. Ich habe auch noch den Drachentöter-Großbogen. Und ich habe auch noch. Wo ist sie denn? Meine tolle Lebensjagdsense. Ich finde sie gerade nur nicht. Da. Ich auch mal wieder benutzen. Und so ein paar Sachen, aber gut, diesen Lavaring, den brauche ich nicht mehr. Wo ist denn da? Habe ich den Kümmer. Ich den schon abgelegt, ja. Genau. So. Meine Rolle ist trotzdem jetzt nicht die schnellste, weil ja durch den Schild und den Helm wahrscheinlich oder auch die Sense bin ich ein bisschen zu schwer dafür. Aber trotzdem ist es noch ganz okay. Ja, achso, meine Charakterwerte einmal kurz zeigen. Stufe 92. Hauptaugenmerk bei mir ist Beweglichkeit ist auf 45. Stärke auch auf 34 gemacht, damit ich diesen Schild tragen kann. Und der Rest ist, ja. Nicht weiter erwähnenswert. So, dann kann ich ja nochmal meinen Charakter kurz vorstellen. Man muss dazu sagen, ich möchte diesen Charakter quasi in Anführungszeichen behalten, dadurch, dass ich vorhabe, auf jeden Fall nochmal Dark Souls 2 zu Let's Playen und vielleicht auch irgendwann nochmal den dritten Teil. Und genau dieser Charakter, auch wenn es natürlich storytechnisch und lore-technisch überhaupt nicht passt, wird dieser Charakter trotzdem weiter in Farbe stehen. Das ist der Manfred. Manfred auf seinen großen, weiten Abenteuern. Manfred ist in diesem Teil ein Kleriker, spezialisiert auf die Wunder der Sunlight Bros, ausgerüstet mit einem Drachentöterspeer auf plus 5, einem Talisman, dem Silberritterschild und einem normalen Pharisbogen für eventuelle Fernkämpfe ausgerüstet. Dazu habe ich dann noch die Paladin-Rüstung, die ich zum größten Teil schon mal aufgewertet habe, als Ring. Mann, diese scheiß verfickte Schmeiß aus dem Fässer! Das ist ein verdammter Verhörter! Ja, das fängt ja gut an. Ja, ich hab den Paladin-Helm hab ich aufgeschrieben und ansonsten habe ich diese gelbliche Ausrüstung damit. Die hat eine ganz gute Fluch- und Giftresistenz. Und der Helm war irgendwie besser. Und sieht auch wesentlich besser aus. Ansonsten hätte ich hier so einen mega Turban auf dem Kopf, der gefühlt 2 Kilometer hoch ist und doch einiges an Sicht wegnimmt. Deswegen ist dieser kleine Helm dann doch um einiges praktischer. Na gut, man sollte bedenken, dass wenn man ein Telefon von der Ladestation aufhebt, es automatisch den Anruf annimmt. Keine Ahnung wieso, aber okay, alles klar. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, ausgerüstet ist der Schutzring der Gunst, der so ein paar, was macht der? Er verstärkt TP, Ausdauer, maximale Ausrüstungslast, inklusive habe ich dann noch den Havelring, damit ich die Rüstung überhaupt tragen kann. So, hier sind noch ein paar Charakter, je Werte für die, die es interessiert. Wille auf 50, Zauberei-Slots sind ausgewählt, die Ach so, kannst kleinen, du jetzt die großen und die großen Sunlight Spears. Die kannst du jetzt nutzen, oder wie? Die kann ich jetzt nutzen, das ist richtig. Bist du auch im Eid? Die kannst du nur mit dem Eid. Ja. Okay, ja. Alles klar. Ich bin auch im Eid. Ich würde dir aber tatsächlich empfehlen, jetzt für den Anfang erst weniger auf Blitzschaden zu gehen, sondern stattdessen mal die okkulte Keule rauszuholen.
Dazu den einen Buff und ansonsten Heilungswunder mitzunehmen. Ja, ich gehe gerade unten nochmal im Finsterwurzgarten an das Bonfire, dann ändere ich mal Ach das so, da Set. gehst du. Okay. So, und ich Ja, werde jetzt ich bin mal. jetzt schon mal vorgelaufen, deswegen. Ja, okay. Ja, da sind ja auch noch ein paar von diesen Golems da gleich unten. Ich glaube, die Eben. müssen wir aus dem Weg, sonst nerven die uns. Und jetzt werde ich mal an diesem Baumvieh zum einen die Macht meines Schildes und zum anderen die Macht meiner Sense demonstrieren. Na, wenn ich sie treffen würde. Padam! Ein schöner One-Hit. Lila-Moosklumpen mit Blume. Okay. Ja, habe ich ihn gerade auch wieder gekriegt. So, und jetzt, ja genau, jetzt muss ich hier abbiegen. Der Nachteil in dieser Sense ist, dass ich Blutungsschaden bekomme. Selber. Ja. Ich weiß nicht, warum sich. Das Inventar ist teilweise ein bisschen verbuggt hier irgendwie in dem Spiel. Es gibt einige Items, die werden irgendwie auf mehrere Stacks verteilt, anstatt auf einen. Das ist ein bisschen dämlich, aber was soll man machen? Also ich muss ein bisschen aufpassen. Ich glaube, wenn ich drei. Ich glaube, ich kann zweimal hintereinander zuhauen. Dann bin ich noch safe, aber wenn ich das dritte Mal damit zuhauen will, dann kriege ich Blutungsschaden. Deswegen sollte ich auch gucken, dass ich So. diesen Moosklumpen immer dabei habe, wenn ich. Ich habe mir mal das Wunder von Havel noch mit in die Leiste gelegt. Was macht das? Das umhüllt mich mit einem Schutzschild. Ah, okay, cool. Ansonsten vielleicht wenn du den Grabesfürst Schwertanz noch nutzen kannst, den vielleicht. Obwohl. Ah, Ja, ist auch eher nicht so ungern. Der cool. braucht halt so lange zum Casten. Ja. Ist ein Ich sehe bisschen auch, doof. wir sind mal wieder nur alleine unterwegs. Wir sind nicht mit anderen Leuten Ja. verbunden. Wir nutzen so eine spezielle Connectivity-Mod. Das ist irgendwie ein bisschen random. Manchmal sind wir mit anderen Spielern verbunden, manchmal nicht. Heute sind wir zwei alleine. Das ist eigentlich ganz gut, weil so werden wir nicht invaded und ja. Denn im DLC wird man gerne mal invaded, tatsächlich. Warum komme ich die Kante da nicht hoch? Oh Mann. So, der Golem scheint ein bisschen verwirrt zu sein. Ja, der ist gerne mal verwirrt. Hey, Kollege! Komm doch her. Hallo. Wow, ich kann den mit meinem Bogen mit zwei Pfeilen töten. So stark ist das Ding inzwischen. Nice. Der ist noch nicht mal voll aufgewertet. Krass. Der ist nur auf plus 12, der geht noch bis auf plus 15 hoch. Muss ich dann auch bald mal machen. So, du sagst mir dann, wo ich dann hin muss. Jo. Moment. Ah, die Sense schafft die fast One-Hit mit einem leichten Angriff. Mit dem Okay. schweren sollte es gehen. Probieren wir mal Ich bin aus. ich befinde mich am See. Duh. Ah, Ja, nicht richtig getroffen. hier, Verdammt. die Hydra mit meinem absolut dämlichen Tod. Padam. So, jetzt müssen wir mal gucken. Es kann sein, dass wir noch mal kurz in die Duke's Archives müssen. Du siehst ja diesen Wasserfall, ne? Wir gehen mal Ja. an dem Wasserfall vorbei. Und quasi ans hintere Ende des Sees. Ach so, also auch an der Leiter vorbei. Ja, genau, einfach da weiter. Ich muss. Oh, ich glaube, ich leg mir jetzt mal diesen Frost- und Eisenring an. Da ist kein Gegner, brauchst keine Angst haben. Ja, die Sache, da muss ich aber auch einen Teil meiner Rüstung ausziehen, weil sonst bin ich zu schwer. Ich nehme diesen Eisenring jetzt einfach, weil ich im Wasser gerne normal laufen Ja. können würde. Wir haben den Eingang noch nicht ganz aktiviert vom. Ah, doch, ein Gegner ist da. Ja. Aber der sollte nicht das Problem sein. Genau, den müssen wir umhauen. So. Ein goldener Golem ist das. Ah, okay. Fomp. Ah, mit zwei Schlägen ist er auch schon weg. So, it is thou who rescued me. Und da drin Most ist eine gracious. Frau. I am deeply obliged. Ist I das am Das besagter Golem? Avulisio. I cometh from an age long before thine. I cannot stay here for long. So, before I disappear, allow me to ask one thing. My home Ach ja, stimmt, man sieht sie oben in dem is Kristall, the krass. home of ancient sorceries. My hope is to pass this profound knowledge to thee with Hallo. thine approval. Would this be of assistance to thee?
My heartfelt thanks. I am pleased beyond words. Then I shout, engrave my signature. If thou art in need, pray summon me from my signature. Seems that my time is done. May the great flames guide thee. Joa. Ja, aber natürlich. Ja, wenn du dann fertig geredet hast mit der... Dann müssen wir zurückgehen ans Ufer, da wo die Hydra war. Und dann müssen wir uns, glaube ich, einmal... Müssen wir einmal Sitzung beenden drücken und uns wieder... und dann wieder reingehen ins Spiel. Und dann das heißt, wir müssen wirklich ans Ufer zurück? Ja, ja. Und zwar, da ist so ein Stein und... Ah ne, wir müssen gar nicht die Sitzung beenden. Es reicht, wenn du menschlich bist. Da wirst du ein Summon-Sign sehen und da kannst du sie dann rufen. Okay. Und dann kannst du von ihr, ich glaube, ein Kopfteil bekommen, was deine Wunder verstärkt. Das wäre natürlich sehr, sehr nice. Du musst natürlich menschlich sein dafür. Hätte ich natürlich den Paladin-Helm nicht aufgewertet. I am Dusk of Ulysseo. Am Ufer soll es sein, wo die Hydra war. I shall follow thine wishes. Da ist ein Stein. Gieste erlernen. Tiefe Verbeugung. Gegenstand kaufen. Verborgener Körper, Lichtschein. Reparatur, Chameleon verborgen. Also ich bin menschlich, zumindest sagt meine obere Hälfte des Körpers das. Ah nee, du kannst einen Beschleuniger von ihr kaufen. Oder sie helfen beim Beschleuniger. Wo soll denn das Zeichen sein? Direkt bei diesem Stein. Dann bin ich blind. Oder ist es ein anderer Stein? Nee, hier gibt's nur einen Stein. Long after I had relinquished all hope, so gleeful was I. My faith reneweth. Es kann sein, dass du den einen Golem nicht gekillt hast in... Welchen? Bei dem... Direkt am Aufzug in... Ganz am Anfang von Duke's Archive. They're somewhat of an approximation. Doch. Du müsstest eigentlich ein Item droppen, was wir brauchen. Das Item wäre... Ich weiß jetzt gerade nicht. The sorcery, it is Ulysseo. Ist aber nicht der Eibeseitiger, oder? Nein. Ich geh mal mein Inventar durch. Ich müsste Items da irgendwie... Merkwürdige Puppe, nee. Fürstensee, nee. Das sind Schmiedematerialien. Das hier ist einfach Zeugs. Das sind nicht mal. Das ist ein Symbol der Gier. Nicht, dass du das Ding aus Versehen verkauft hast. Das wäre natürlich doof. Aber ich war, seitdem wir im Duke Archive waren, war ich nicht mehr verkaufen. Meine ich zumindest. Ich weiß gerade nicht, wie das Ding heißt. Also sie ist bei dir echt nicht da? Nee. Nicht, dass ich es sehen würde. Deine Dings leuchtet auch weiß. Oben deine Zahl. Ja. Ich sehe auch meine obere Hälfte. Also. Ich schick dir sonst mal eben ein Bild, von der exakten Position. Das wäre natürlich... eine Möglichkeit, dass ich da... Ich hab's halt schon von Weitem gesehen, deswegen... Ja, müsste ich ja eigentlich auch. Deswegen verwundert mich das ein wenig.
Ansonsten flitze ich mal ganz kurz zurück zum Duke's Archive. Nee, ich habe da tatsächlich kein Symbol. Hast du einmal Partie beenden gemacht und... Nee, warte, das mache ich gerade schnell. Also ich musste das tatsächlich nicht machen, aber ich glaube, ich muss das jetzt machen, um... Probieren wir es einfach, ha? So, ich mache es auch gerade einfach mal so. Ah! Symbol berühren. Ah, okay. Jetzt ist sie bei dir da? Ja, jetzt ist sie da. Okay. Ja, jetzt kannst du mal mit der quatschen noch und, ja, du kannst dir einen Beschleuniger kaufen, wenn du Bock drauf hast. Verborgener Körper, Lichtscheine, und ich guck grad mal ganz schnell, ob das jetzt schon das war oder ob wir. Elfenbeinbeschleuniger. Ja, nee, brauche ich nicht. Alles klar. Wir müssen, abgesehen davon, dass hier hinten noch ein Item liegt, wir müssen jetzt okay, die Ausrüstung, die hier hinten in der Ecke liegt, da wo der Golem war, da ganz hinten in der Ecke, da liegt das Kopfteil, wo das deine Wunder verstärkt. Ah, okay, dann renne ich da gleich nochmal hin. Ja, wir kommen da gleich sowieso nochmal hin. Jetzt müssen wir in die Duke Archives. Und jetzt müssen wir diesen Golem nochmal umhauen, weil jetzt droppt er nämlich das Item, was wir brauchen. Alles ich kann ein bisschen, bei dir eine Waffenreparatur kaufen. Alles ein bisschen umständlich. Brauchst du nicht. Die hat halt echt nix. Wir müssen jetzt zu den Duke's Archives den Golem umhauen, um dann das Item von ihm zu kriegen. Jetzt droppt er das nämlich erst. Es ist ein bisschen umständlich, hier in den DLC reinzukommen, nicht wie bei den anderen Dark Souls-Teilen. Ja, das ist richtig. Aber damit müssen wir leben. Ich hoffe mal, die Schweine sind nicht respawned. Das weiß ich nicht. Also ich habe jetzt einfach das Arno Londo Leuchtfeuer genommen, weil das am dichtesten dran ist. Und also vielleicht nicht ganz am dichtesten, aber sind die wenigsten Gegner im Weg. Sagen wir es mal so. Geht eine ganze Folge schon dafür drauf. Ja, das cutte ich zusammen. Da muss ja keine ganze Folge für drauf gehen, ist ja ziemlich langweilig. Nee, ich cutte das nicht zusammen, wir reden zu viel. Wir reden ja nicht besonders interessante Dinge. Naja, doch. Jein, also. Nein. Es ist jetzt noch nicht wirklich was passiert, was ich raus kann. Oh, die Schweine respawnen nicht. Sehr gut. Man kann sich zu dem Leuchtfeuer in Arno teleportieren, aber sich nicht mehr dran setzen. Richtig. Okay, jetzt muss ich den Fahrstuhl erstmal runterrufen. Ja, wollen wir wie immer. Und der müsste ja eigentlich dann direkt hier vorne sein. Ja, da vorne steht er auf dem Absatz da. Natürlich sind jetzt doch die normalen Gegner hier wieder respawned. Ja, klar. Das heißt, ich muss erstmal an denen vorbei. Na, kommt doch mal hier um die Ecke. Es bringt nichts, gegen die Wand zu schlagen, Jungs. Ihr müsst schon herkommen. Mit dem Schild kann ich nicht parieren, deswegen muss ich blocken. So, jetzt muss ich ein bisschen mein Blut-Dings wieder abklingen lassen. Ich habe mich eben gerade die ganze Zeit gefragt, welchen Fahrstuhl du meinst, aber jetzt weiß ich welchen. Ah, das ist ja noch so einer. Ach Gott, wie viele Typen sind hier denn? Oh, okay. Sprungangriff wollte ich eigentlich gar nicht machen, aber naja, One-Hit. One-Hit-Wonder. Double Kill! Oh, jetzt kommt der von der Seite auch noch an.